Drei Tage Fanfreude pur. Die Taylor Mania hatte den Pott fest im Griff. Alles, wirklich alles, drehte sich hier um Taylor Swift. Drei ausverkaufte Konzerte später wird aus Swiftkirchen wieder Gelsenkirchen. Die extra entworfenen Ortsschilder sind Geschichte, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Swiftkirchen kommt ins Haus der Geschichte in Bonn. Wir sammeln ja Zeitgeschichte in all ihren Facetten. Das ist ein wichtiger Faktor. Und neben der Politik, Wirtschaft, gesellschaftlichen Themen gehört eben auch die Popkultur dazu. Und wir wollen ja auch Objekte sammeln, die alle Generationen ansprechen. Und da ist das Phänomen Taylor Swift natürlich, das kann man nicht übersehen heutzutage. Stellvertretend für die Ära Swift stehen eben auch die insgesamt 30 Ortsschilder. Deshalb gibt es eins geschenkt. Es soll künftig in der Dauerausstellung des Museums zu sehen sein. Der Eintritt dafür ist übrigens frei. Und schon ab Donnerstag steht das Schild dort im Foyer. Für Alicia Ney Westhoff eine besondere Ehre. Die 16-Jährige hatte die Idee zu Swiftkirchen. Ein Brief an die Oberbürgermeisterin brachte alles ins Rollen. Ich war sehr erstaunt, als ich erfahren habe, dass das Swiftkirchen-Schild ins Haus der Geschichte kommt. Ich war da selber noch dieses Jahr und ich habe da halt die Exponate da gesehen. Ich hätte nie damit gerechnet. Das gilt auch für den Stadtgrafiker Uwe Gellisch. Der hat das Schild entworfen. Ich musste mich erst mal ein wenig einlesen. Aber ich fand es natürlich spannend, dieses stark bürokratisch geprägte Ortsschild nach DIN-Norm einfach mit einer gewissen Leichtigkeit zu durchbrechen. Taylor Swift kriegt sie eben alle. Zumindest in Swift, Gelsenkirchen. Von den ursprünglich 30 Ortsschildern sind einige während der Taylor Mania verschwunden. Der Rest, der wird dann wirklich versteigert, und zwar höchstbietend. Und warum höchstbietend? Nicht, weil wir unsere Fans dem Grundsatz nach nicht auch gerne beschenken würden, sondern weil wir eine Stadt sind, wo auch Kinderarmut schon eine Herausforderung ist. Und da wollen wir kleine soziale Projekte finanzieren. Eines der Schilder bleibt im Gelsenkirchener Stadtarchiv. Die Taylor Mania wird hier wohl nie so ganz abgeschüttelt. Ein bisschen Swiftkirchen bleibt also für immer.